neuen deutschen Faustballmeister der unter 14-Jährigen heißen MTSV Selsingen bei den Mädchen und TSV Dennach bei den Jungs. Während sich die Mädchen aus Selsingen in Niedersachsen klar in zwei Sätzen gegen ihre Finalgegnerinnen aus dem benachbarten Dütenbüttel durchsetzen, gibt es im Herrenfinale einen echten Krimi. Beim Stand von 5:9 für die Rheinländer vom Leichlinger TV im zweiten Satz scheint alles auf einen dritten Entscheidungssatz hinauszulaufen. Doch die Jungs von Dennachs Trainer Erich Unruh drehen den Satz und sichern sich mit 11:9 und 12:10 die deutsche Meisterschaft. Die Fans waren da, die Eltern, das hat nochmal Support, Rückenhalt gegeben. Und dann hat es richtig viel Spaß gemacht im Halbfinale, im Finale. Und es war dann schon beinahe ein Selbstläufer, auch wenn wir hinten waren. Die Mannschaft, die hat schon ganz andere Sachen bewegt und die waren stark, haben sich selber zurückgekämpft und es hat Spaß gemacht. Als dritte Kraft im deutschen Faustball haben sich zunächst auch die Weddinger Jungs vom ausrichtenden Verein Berliner Turnerschaft Finalchancen ausgerechnet. Durchaus zu Recht findet auch Welt- und Europameister Timon Lützow. Das große Ziel vor der deutschen Meisterschaft war eine Medaille. So, jetzt mit dem Halbfinale sind sie nah an dem Ziel dran. Ob sie jetzt im Halbfinale den Titelverteidiger schlagen können, bleibt offen. In der Gruppe hatten sie schon die Begegnung und da war es ein 2:1-Spiel, ganz knapp verloren. Und ja, demnach ist, denke ich, alles offen und die Medaille ist immer noch das große Ziel. Doch die deutschen Hallenvizemeister aus der Hauptstadt haben im Halbfinale das Nachsehen gegen starke Leichlinger. Im kleinen Finale müssen die Weddinger gegen einen starken TV Hohenklingen in den Entscheidungssatz, sichern sich aber letztlich verdient die Bronzemedaille. Auch dank einer guten Leistung von Kapitän Leon Wilksen. Na, also ich denke, mit sehr viel Kampfgeist haben wir dann nochmal im dritten Satz wieder zurückgefunden. Im zweiten Satz war natürlich schade, dass wir den verloren haben, aber ich finde, dass wir im dritten Satz wieder gut uns zurückgekämpft haben. Im Winter dürfen die Nachwuchsfaustballer dann noch ein letztes Mal deutsche Hallenmeisterschaften spielen. Vielleicht klappt's dann ja mit dem Titel für die Berliner Turnerschaft. What you do, what you do.